zu Hausmusik bei Astrid Golda. Der visuelle Podcast mit illustren Gästen und jeder Menge Live-Musik. Viel Spaß! Stell dich noch mal kurz vor für die, die dich nicht kennen. Christian Graf ist Schauspieler und Sänger, zurzeit an der Volksoper. Und du bist Intendant. Nestor Spiele Schwechert. Genau. Du bist in Mödling geboren, habe ich gelesen. Genau. Und wie kann ich mir das vorstellen, dass du in Mödling geboren bist und wie bist du da zur Kunst gekommen? Also Mödling ist ja jetzt nicht gerade der... Naja, das war ja nur das Krankenhaus. Also da, die Geburt war relativ einfach, glaube ich. Frag mal deine Wobei, Mutter. Wobei, so einfach war die Geburt, glaube ich, gar nicht. Es war eher eine komplizierte Geschichte. So bewusst kann ich es jetzt gar nicht sagen. Ich weiß, dass... an Musikfilmen der damaligen Zeit, was ich sehr viel geschaut habe, weil ich bin ja ein Fernsehkind eigentlich und kein Buchlesekind gewesen. Und da war sehr prägend für mich, auf das eine werden wir später noch drauf kommen, das weiß ich schon jetzt, darf ich ein bisschen spoilern. Das war tatsächlich Der Zauberer von Oz. Und dann war auch sehr prägend für mich Chitty Chitty Bang Bang. Ja. Und als drittes habe ich wahnsinnig gerne, ist jetzt nicht so der Musikfilm, also schon ein Musikfilm, aber ich weiß nicht, kennst du, wie heißt denn dieser Film? Lilly, sagt dir das was? Und Mary Poppins natürlich dann in späterer Folge. Ja. Aber das sind so diese Musikfilme, die eigentlich eher so meine Generation waren und nicht, leider nicht Ginger Rogers. Naja, die wurden ja damals für Sonntag. Ja, ja. Sonntagnachmittag. Oder Sonntagvormittag, genau. Kam immer so ein Tanzfilm. Und genau. Wie bist du dann vom Schwärmen quasi oder wie bist du dann in die Praxis gekommen? Auch schon sehr früh. Meine Volksschullehrerin damals, die liebe Annemarie, mit der ich immer noch in Kontakt bin, die auch immer wieder zu meinen Vorstellungen kommt und ein großer Fan von mir geworden ist. Toll. Die hat damals beschlossen, im vierten Volksschuljahr eine Sequenz aus Der Bauer als Millionär zu spielen, Ferdinand Raimund. Und ich durfte damals die Hauptrolle des Fortunatus Wurzel spielen und musste damals schon sehr viel Text lernen, das ich mit meiner Oma dann gemacht habe zu Hause, wo wir dann wirklich Textmengen gemacht haben. Es war so ein 20-Minuten-Block, also war ein bisschen zusammengestrichen. Wahnsinn, und das hat es dir gar nicht... Wie heißt die Vergangenheit? Verlitten? Nein, überhaupt nicht. Nein, das war total super. Also es hat mir total Spaß gemacht. Und es gibt also ein tolles Foto von damals, ein Schwarz-Weiß-Foto, das ich immer wieder so aus meinem Beginn
meiner künstlerischen Laufbahn bezeichne. Vielleicht kannst du mir das noch schicken, dann können wir das da jetzt an der Ah, Stelle stimmt, einblenden. einblenden. Ja, Und hast du es auch verstanden, was du da ich gemacht weiß es hast? eigentlich gar nicht. Ja, Ich also komme das nicht mit. war, deswegen habe ich, und da habe ich ja damals immer gesagt, ah, und Ferdinand Raimund ist so toll und Raimund, Raimund, Raimund. Und habe mir gedacht, dass Raimund ist der Einzige, der existiert und der einfach gut ist und der spielbar ist, so irgendwie. Oh mein Gott, wie süß. Ja. Und also die wollte mich unbedingt zu den Sängerknaben weiterschicken, weil die irgendwie gefunden hat, na, der muss unbedingt was machen und so. Und meine Eltern dadurch, dass es halt nicht präsent für sie war, waren die dann also irgendwie, na, und lieber nicht und wer weiß und überhaupt. Also es war halt eher die Schutzmaßnahme für den kleinen Oh. Christian, dann zu sagen, na, machen wir es lieber nicht und wer weiß und überhaupt, ja. Hattest du Vorbilder dann später oder Na. kann man das erst später? Ich glaube, das kam erst später wahrscheinlich. Also mit Vorbildern tut mir da immer ein bisschen schwer. Also jetzt auch noch, ich habe nicht wirklich Vorbilder. Aber es gab so eine Künstlerin, auf die sich sehr viele Musiker, SängerInnen und Schauspieler einig sind, dass sie die total super finden. Und zwar ist das Bette Midler. So ist War es. das für dich auch so? Ja, absolut. Also Bette Midler ist halt so eine Allrounderin, Eben, und das genauso wie gab's Judy damals. Garland, Liza Ja, Minnelli, das ist halt so die aber die Oldschool. war halt so die rockige Ja, Version davon. das stimmt. Weil die anderen waren ja das klassische Musical Stimmt, genau. und sie war so die völlig ausgeflippte Ja, Alte stimmt, irgendwie. ja. Alte Ballen oder gar nicht? Für uns damals, Für uns ja, das damals. stimmt, ja. Weil die war völlig durchgeknallt und hat eben auch dieses bisschen Stand-up in die Musikszene reingebracht. Das gab Stimmt. es ja bei uns auch ewig nicht. Ja. Stimmt. Und das heißt, die finden wir beide toll. Die finden wir beide toll, aber wir könnten ja zum Beispiel so für als Opener für diesen Podcast, könnten wir doch eine Nummer singen von der Bette Midler, oder? Finde ich cool. Sollen wir das machen? Mach mal das. Das machen wir. Mach mal The Rose. Super. Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to Say love. Thank you.
Das heißt, und dann bist du in die Ausbildung gegangen nach deiner. Jein. Jein. Also, kleines Outing von meiner Seite. Also, ich habe nie eine Schule besucht. Also eine Schule, die jetzt Schauspielschule, also stimmt nicht, ich war kurz auf einer Schauspielschule, aber nur ein paar Monate und habe aber nie so den klassischen Sänger, Schauspieler, Musical-DarstellerInnen-Weg gemacht mit Auch kein Schule. Schaden, wie man Kein Schaden, sieht. also es hat mir bis jetzt irgendwie ja, keinen Schaden gebracht, zumindest schon mal. Es war so, dass der Markus Heller, der auch bei der Reflexion gespielt hat damals, irgendwann einmal nach Schwechat gewechselt ist, um dort zu spielen. Und der hat mir eines Tages angerufen, im Jahre 2000 war das, und hat gesagt: Du, ich spiele da in Schwechat auch bei den Nestroy-Spielen und der Regisseur wird nur einen jungen Darsteller suchen für eine Rolle und die haben da niemanden und ich habe dir jetzt vorgeschlagen, magst du den einmal kennenlernen und mal hinkommen und mal Hallo sagen und so. Und das habe ich dann auch gemacht und habe dann diese Szene gelesen und der hat dann gesagt, also der Peter Gruber, der die Spiele ja 50 Jahre als Regisseur und Intendant betreut hat und geleitet hat, sehr erfolgreich, hat dann gesagt, ja, das machen wir. Und das war dann mein erster Sommer bei den Nestroy-Spielen in Schwechat. Parallel muss ich, also es ist ein bisschen so zweigleisig gefahren, weil ursprünglich wollte ich Operngesang studieren. Und von der Verena Sommer, die Mutter, die Erika Mecherer, war Sängerin an der Wiener Staatsoper. Und die hat mir irgendwann mitgenommen, dann auch in Folge, und hat gesagt, du geh zu meiner Mutter, die ist super und du musst da klassisch singen. Was ich dann insgesamt, glaube ich, über 7 Jahre gemacht habe auch. Und ich wollte ja immer, ich wollte Operngesang studieren und wollte es machen. Also ich hole jetzt ein bisschen aus um die Ecken. Und dann war es aber so, da gab es dann ein Jahr, wo ich vorgesungen habe am Mozarteum, am Konservatorium und auf der Hochschule. Ich war überall in der letzten Runde und habe es nirgends irgendwie gekriegt. Und das war halt super frustrierend für mich. Und dann haben wir gedacht, okay, warte jetzt ein Jahr und Ding. Und ich glaube, ziemlich parallel war diese Geschichte auch mit Schwächert eben. Und da habe ich dann gespielt eben und im Jahr drauf hat der Peter Gruber gesagt, du, ich will unbedingt, dass du wieder bei mir spielst und hat mir gleich die Nestroy-Rolle gegeben und die Hauptrolle im Jahr drauf. Ja. Und so ist dann meine Verbindung zu den Nestroy-Spielen entstanden, weil ich danach bis 2011 mit einer Pause 2010 jeden Sommer meistens in der Nestroy-Rolle, in der Hauptrolle auf der Bühne gestanden bin. Toll. Und kanntest du Nestroy davor schon? Nein, weil eben, das führt wieder auf die Volksschulzeit zurück. Ich habe immer gedacht, Nestroy und Raimund sind ja so parallel gelaufen, irgendwie so. Und ich habe immer gesagt, na, Nestroy interessiert mich nicht. Und aus dem hat das halt nur gekannt von den Reklamheften, die man dann in der Schule lesen muss, ja, wo man sich dann denkt, das interessiert mich jetzt irgendwie gar nicht. Und ich hatte nicht wirklich einen Bezug zu Nestroy und Raimund fand ich immer so toll, weil das war so verspielt und mit den allegorischen Figuren und immer Zauber und das hat mir irgendwie viel mehr gecatcht so. Und dann kam aber Nestroy rein und da habe ich dann irgendwie erst gemerkt, ah, da ist Wortwitz, das ist viel schärfer, das ist viel direkter, das ist viel genauer beobachtet als Raimund, ja. Das heißt, die Liebe zu Nestroy ist durch das Spielen gekommen. Genau. Der Appetit kommt beim Essen. Sehr gut. Du hast uns auch ein Lied mitgebracht. Ja, ich könnte eines zum Besten geben. Aber du hast es auch ein bisschen rearranged. Ja, wir haben es rearranged mit dem Ottmar Binder gemeinsam, der auch eine lange Historie zu den Nestroy-Spielen hat und sehr viele Produktionen dort musikalisch auch begleitet, also nicht nur begleitet, also begleitet am Klavier und begleitet auch im Prozess. Und genau, wir haben dann gesagt, oder meine Idee war, was hältst du denn davon, wenn wir aus den früheren Verhältnissen, wo es eben die zwei Couplets gibt, eines von der Bepi Ansel und eines vom Muffel, wenn wir die ineinander verweben und dann noch ein bisschen einen neuen musikalischen Weg irgendwie suchen oder das ein bisschen anders machen. Und das haben wir ausprobiert und es hat uns ganz gut gefallen. Und wenn du willst, Sehr könnten wir das gerne. jetzt
zum Besten geben. Sehr gerne. Bitte schön. Theater, oh Theater, du, der Kunst geweihter Tempel, raubst viel Geschöpfen Herzensruh. Ich bin so ein Exempel. Als Köchin da lebte ich ungetrübt, da konnte ich lachen und scherzen. Die Herren waren alle in mich verliebt und sonst hatte ich keine Schmerzen. Nur eins hat manchmal mich gequält. Sehnsucht, Sehnsucht nach der Theaterwelt. Sehnsucht, Sehnsucht nach der Theaterwelt. Kennen, die der Himmel schön schuf. Sie ist grad kein Muster, aber besser ist ihr Ruf. Man denkt sich, wenn ich nur ihre Liebe erst hab, dann gewöhn ich ihr für immer den Flattersinn ob. Doch da kommen zwei, wie schon völlig war brav, tun sich ausgeben bei ihr für Baron und für Graf. Und richtig, die Gebesserte lasst sich betören, verlass den Getreuen und nehmt an von den Herren. Ohne Zweifel hat's den Schritt hundertmal schon bereut. So gibt's viel gute Menschen, aber grundschlechte Leid. So gibt's viel gute Menschen, aber grundschlechte Leid. Ich tat den Schritt, doch welch Gewinn, man zahlte keine Gage. Auch blühte meinem Liebessinn manch kränkende Blamage. Ja, Liebhaberhelden selbst waren mir hold. Es sagte ein jeder, ich schwöre dir, die Treu und Treue so rein wie Gold. Doch Gold ist ja nur Chimäre, so hat in Liebe und in Geld getäuscht, getäuscht mich die Theaterwelt. Getäuscht, getäuscht mich die Theaterwelt. Für alle, die sich wundern, wer da im Hintergrund die ganze Zeit schnarcht, während der Christian seine spannenden Geschichten erzählt, es ist der Hund. Jetzt haben wir sie aufgeweckt, die Flora. Das ist der Podcast-Hund. Ja. Du spielst so oft Frauenrollen. Ja, tatsächlich. Fällt mir auf. Tatsächlich, wie kommt's? Sehr oft sogar. Wie kommt's, kann ich gar nicht sagen. Ich weiß ja gar nicht, wann die erste Frauenrolle war. Aber mir macht es wahnsinnig viel Spaß. Und ich finde, als Schauspielerin soll man auch alle Gender bedienen können und spielen können. Und ich finde es wahnsinnig spannend, sich nicht nur in diverse Charaktereigenschaften hineinzuleben, sondern auch in ein anderes Geschlecht reinzuleben. Und es ist doch der Spaß an unserem Beruf, sich irgendwie in andere
Menschen zu versetzen oder und ja, und da kam es dazu, dass ich immer wieder als Frau besetzt wurde, was ich Aber super finde. da muss ich jetzt nachhaken. Haken Sie nach. Wie bereitest du dich darauf vor? Also ich stelle mir gerade vor, wie würde ich mich darauf vorbereiten, wenn ich, was jetzt heißt, ich muss einen Mann spielen? Ist ja gar nicht so leicht. Ich bereite mich gar nicht darauf vor, ganz ehrlich. Auch wie, also gar nicht, das klingt jetzt so blöd, aber ich finde immer, also meine Herangehensweise, egal welchen Charakter ich spiele, ist nie, ich überlege mir jetzt, wie geht der oder so, sondern ich versuche einfach das, was mir der Text auch gibt für diese Figur, das einfach entstehen zu lassen. Und indem ich es entstehen lasse und nicht jetzt mir was vornehme, weil ich finde immer, man sieht auch, wenn man ganz genau hinschaut, hat sich der etwas vorgenommen oder spürt er das jetzt, was er spielt. Und mir ist es lieber, ich entwickle die Sachen dann aus mir heraus, wo ich mir denke, ah, so oder so ist die Figur, die redet so, die hat diesen, also und das kommt dann und dann ist es für mich immer, also klingt jetzt ein bisschen überheblich vielleicht, aber es ist für mich dann Nein, so automatisch, es ist dass ich das dann bei mir so, es kommt einfach. Und da nehme ich mir nicht viel vor, sondern ich denke mir, aha, okay, und die Figur ist so. Und im Normalfall kriegst du ja auch immer Vorgaben vom Regisseur, der dann sagt, okay, oder von der Kostümbildnerin oder Kostümbildner. Und dann weißt du halt, okay, so schaut die Figur aus. Und dann denke ich mir, okay, wie würde diese Figur jetzt zum Leben erwachen? Und da ist es egal, ob das ein Mann ist oder eine Frau ist. Ob die, also finde ich jetzt, Ich habe eine sehr ähnliche Herangehensweise, deshalb kann ich das gut ja. nachvollziehen, Absolut. weil der Text meistens eh viel Genau. hergibt. Genau. Ja. Das heißt, du hast Schauspiel und Operngesang parallel so privat für dich einfach, du hast einfach Leute Genau, gesucht. genau. Also ich habe das halt gemacht und ich habe dann, nachdem ich eben angefangen habe, bei den Estro-Spielen zu spielen, habe ich irgendwie bemerkt, okay, da gibt es noch andere, also vielleicht interessiert mich doch Schauspiel mehr. Und habe das dann irgendwie so schleifen lassen mit dem Sologesang. Und weil man dachte, okay, das wird eh nichts. Und hatte dann die Gelegenheit, ich habe nebenbei halt in der Gastro gearbeitet, wie viele das machen müssen, leider, wenn sie Ausbildung machen. Und habe dann im Ensembletheater am Petersplatz in der Bar gearbeitet. Und irgendwann habe ich beschlossen, dann, ich glaube 2004 war es, habe ich dann beschlossen, okay, ich mache jetzt einfach, also man kann ja die Prüfungen auch Ja, über die Paritätische können Kommission machen. Und dann habe ich beschlossen, okay, ich mache jetzt trotzdem meinen Abschluss, habe mich vorbereitet und ja, habe dann 2004 mein Schauspieldiplom gemacht und bestanden und ja. Ja. toll. Sag, wir haben uns doch kennengelernt 2004. im Theater der Ja. Jugend. Kurz vorher hatte ich nämlich, ich habe mich beworben 2002, wie Thomas Birkmeier das Theater der Jugend übernommen hat. Und da habe ich mich beworben und wurde evident gelegt, meine Bewerbung. Und dann haben sich die 2004, kurz vor meiner Abschlussprüfung, tatsächlich gemeldet. Und da hatte ich das Vorsprechen und Vorsingen für zwei Stücke eigentlich. Und eines davon war Konrad oder das Kind aus der Konservendose, wo wir beide uns kennengelernt haben. Genau, da haben wir uns Genau. kennengelernt. Urlang ist das Ja, schon her. 2004. Hast du da deinen Haus- und Hofregisseur kennengelernt? Ich rede von Henry Mason. Nein, das war erst später. Das war auch erst später. Weil das war ja so ein, also wenn ich jetzt mir deinen Lebenslauf durchschaue, Ja, das, das, wo du also jetzt es bist. gab zwei prägende Regisseure in meinem Leben, mit denen ich die meisten Produktionen gemacht habe. Das eine eben Peter Gruber und dann Henry Mason. Wir haben uns kennengelernt in Klagenfurt bei der Dreigroschenoper. Was hast du gespielt? Filch habe ich gespielt. Gut. Eine kleine Rolle. Und da haben wir uns kennengelernt. Also Henry hat das eben inszeniert und ist im Jahr drauf Oberspielleiter im Theater der Jugend geworden. Und hat mich, während die Produktion noch gelaufen ist, angerufen und hat gesagt, du, ich hätte gern für meine erste Produktion im Theater der Jugend. Also ich habe davor eh mit dir gemeinsam schon im Theater der Jugend gespielt gehabt. Dreimal, glaube ich. Und der hat gesagt, du, ich mache große Erwartungen von Charles Dickens. Und ich hätte da gern dabei. Und so kam es dann, dass eine Produktion die nächste jagte und verfolgte. Also klingt jetzt komisch, aber nein, es war halt so, dass wir
eine Arbeitsweise haben beide, wo das einfach so super funktioniert, wo wir jeder weiß, was der andere will und es ist trotzdem herausfordernd, es ist immer neu. Es ist kein, von Henrys Seite war das nie ein Schubladendenken, ah, der kann nur das spielen oder der kann nur das. Also ich habe wirklich von bis gespielt, welches Geschlecht auch immer, Tiere auch. Also es war halt, Also. naja, nein, aber er hat was leider manche Regisseure machen oder Regisseurinnen machen, dass sie dich halt in der Schublade stecken und du bist halt immer, das ist immer der, das ist immer der, das ist immer der und dann nehme ich immer den und den und den. Und das war halt beim Henry überhaupt nicht der Fall. Also der hat meine Bandbreite gesehen, was ich kann und hat mich in unterschiedlichsten Sachen einfach besetzt. Was großartig ist, was Was ein Geschenk ist ja. für jeden Künstler, egal ob Sänger, Sängerin, Schauspieler, Schauspielerin. Ja. Wenn man halt nicht nur das eine bedienen kann. Und mit Henry bist du ja auch an die Volksoper gekommen. So ist es. War das nicht wahnsinnig aufregend? Also ich stelle mir das, also die meisten, auch viele klassische Sänger, die ich kenne, für die wollen halt, also ich kenne Sänger, die sagen, für mich war es immer ein Traum, an der Volksoper zu singen. Naja, das ist Und du ja, bist da so ja, das ist reingeflutscht. ja, und das ist ja das Absurde eigentlich. Also ich wollte Solo-Gesang machen und ich wollte an die Oper. Und wahrscheinlich, wenn ich das gemacht hätte, wäre ich nie an die Volksoper gekommen. Wie viele Sänger oder Sängerinnen, wie du halt sagst, ja, es auch nicht schaffen, weil das halt dann, ja, klappt halt dann nicht. Ja. Ja. Und eigentlich ist es bei mir über Umwege Ja. passiert, dass ich eigentlich durch das Schauspiel dann an die Volksoper gekommen bin. Ja. Und eben mit Henry, wie du sagst, und das war das Spannende. Wir haben bei den Salzburger Festspielen Sommernachtstraum gemacht, gemeinsam. Und das war Sommernachtstraum mit Mendelssohn-Musik, also auch wieder Musik, Orchester aber das Shakespeare-Schauspielstück im Residenzhof. Und wir waren irgendwann essen nach einer Probe, glaube ich, und da hat der Henry den Anruf gekriegt aus der Volksoper, ob er nicht Zauberer von Oz machen kann. Und er hat mir das erzählt, weil wir natürlich dadurch, dass wir so viel gearbeitet haben miteinander, sind wir auch befreundet mittlerweile. Oder relativ schnell waren wir befreundet auch. Und er hat gesagt, du, ich soll der Zauberer von Oz inszenieren. Und ich habe ihm gratuliert und gesagt, ah, super und geiles Stück. Und das ist einer meiner Lieblingsfilme und überhaupt. Hab aber nichts, also es würde mir fernliegen, dann sagen, du kannst mich bitte besetzen, weil das mache ich nicht. Das habe ich noch nie gemacht und würde ich nicht machen. Und immer nur insgeheim haben wir gehofft, ma, bitte hoffentlich fragt er mich, weil ich würde so gerne die Vogelscheuche spielen, ja, oder den Blechmann oder den Löwen, ist mir wurscht, irgendwas. Du, und eines Tages ruft er mich tatsächlich an und sagt, du, ich war übrigens gerade in der Volksoper, ich habe meinen Termin gehabt und ich habe die jetzt vorgeschlagen. Und ich so, ma, super, danke. Er sagt, ja, aber ich habe die für die böse Hexe des Westens vorgeschlagen. Und ich glaube, ich habe noch nie so laut am Telefon geschrien vor lauter Freude. Na Wahnsinn. Dass er mich dafür vorgeschlagen hat, ja, weil das ist so mein Kindheitstraum, ja, also diese böse Hexe des Westens, die mir so über mein Leben oder meine Kindheit und dann mein Leben begleitet hat, weil es war immer so eine Affinität für Hexen, das war auch dieser Hokuspokus-Film mit Bette Midler, um wieder da die Kurve zu kriegen, das war immer so Hexen, Hexen, das war immer so und Margaret Hamilton damals Ich in habe dem mich Film, wahnsinnig ich gefürchtet auch, vor der. wahnsinnig, Unfassbar hatte wahnsinnig. ich Und Angst vor gleichzeitig der. habe ich aber so eine Liebe zu der Figur gehabt, weißt du, als so als Antagonist, als das Böse da drinnen und trotzdem so, weiß ich nicht, ja, wahrscheinlich auch die zwei Seelen in meiner Brust, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber, und dass er mir dann für das vorschlägt, ja, das war halt für mich, ja, out of this world. Das ist so ein genialer Auftritt Ja. und du machst so super und hast auch, und da habe ich mich auch wahnsinnig gefreut für dich, einen Preis dafür bekommen, nämlich Yes. den deutschsprachigen österreichischen Musiktheaterpreis für die beste Nebenrolle. Männliche männliche Nebenrolle für Nebenrolle. eine Frauenrolle nämlich. Und auch noch kleines Detail am Rande. Ich singe keinen einzigen Ton in dieser Musiktheaterproduktion. Schauen Sie sich das an. Ja, wir sind im neunten Spieljahr. Ja, Ihre. Wir stehen knapp vor der 100. Vorstellung. Ich hoffe sehr, dass die Volksoper es wieder aufnehmen wird in der nächsten Spielzeit. Ich bin sicher, dass Sie Dass wir das zur aufnehmen. 100. Vorstellung kommen werden. Aber Nein. weil du als Hexe da nichts singst Ja. und es aber doch einer deiner Lieblingsfilme ist, Ja. hast du dir das nächste Lied ausgesucht. So ist es. Nämlich. Somewhere over the rainbow. Ich freue mich.
when all the world is a hopeless jumble and the raindrops tumble all around. Heaven opens a magic lane when all the clouds darken up the skyway. There's a rainbow highway to be found, leading from your window pane to a place behind the sun, just a step beyond the rain. Star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you find me. Danke für dieses wunderschöne Lied. So, das heißt, wir waren bei der Volksoper. Da warst du ja doch einige Jahre. Genau, also ich habe begonnen dort oder debütiert, wie es so schön heißt, mit Zauberer von Oz an der Volksoper. Habe dann im Jahr drauf Der Mann von La Mancha dazu bekommen und war dann 3 Spielzeiten mit diesen beiden Produktionen im Haus und dann wurde ich gefragt, ob ich nicht ins Ensemble kommen möchte, fix. Was mich natürlich wahnsinnig gefreut hat. Das glaube ich, ja. Und weil das auch nach all den Jahren dann das erste Mal war, dass ich eben nicht als freier Schauspieler gearbeitet habe, sondern tatsächlich mal fix an einem Haus war, mit Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, 14 Monatsgehältern, was ja ein Luxus ist in unserem Job, wie du weißt. Und ich habe mich da wahnsinnig aufgehoben gefühlt, weil ich hatte wirklich das Glück, dort mindestens 3 Premieren pro Spielzeit zu haben und habe wirklich
alle Genres gespielt dort. Ich habe Musical gemacht, ich habe Operette gemacht, ich habe Oper gemacht, also wo sie mich gebraucht haben sozusagen, und ich habe wirklich gute Rollen gespielt und große Rollen auch. Und ja, es hat mir wahnsinnige Freude gemacht, da zu arbeiten. Und wie es halt oft so kommt mit neuen Intendanten, Intendantinnen, wird da halt das Ensemble ausgetauscht. Und gleichzeitig kam aber die Anfrage aus Schwechat. Und ja, wie gesagt, eine Super. Tür schließt sich, die andere öffnet sich. Und dann habe ich natürlich, also nicht nur deswegen, sondern weil ich natürlich eine Verbundenheit zu den Estro-Spielen immer hatte, und ich war jedes Jahr dort, mir die Produktion anschauen. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich kann mir das vorstellen, möchte aber im letzten Jahr von Peter noch einmal spielen. Und das war dann natürlich super spannend, weil ich habe das letzte Mal 2011 gespielt und dann wieder 2022. Okay. Und das war dann für mich natürlich so, was ist alles passiert dazwischen? Oder hat sich was verändert? Hat sich nichts verändert? Ist gewisse Dinge gleich geblieben? Und da habe ich eigentlich wieder entdeckt, dass Nestra immer da war oder immer bei mir war, und ich sofort gewusst habe, wie Nestra funktioniert wieder. Also das ist so wie Radlfahren. Also Ja, da weiß okay. man, wie funktioniert das, wie funktioniert die Sprache, wie funktioniert der Text. Und es war mir persönlich aber wichtig, dass ich noch einmal auf der Bühne stehe in Schwechat, bevor ich runtergehe von der Bühne. Weil ich hab mir eben gedacht, okay, ich bin jetzt dann 45 in dem Jahr, wo ich das übernehmen soll. Und jetzt bietet sich mir die Möglichkeit, einerseits dort die Intendanz zu übernehmen, was ich nie gemacht habe, andererseits dort Regie zu machen, was ich in dem Ausmaß in so einer großen, also ich habe wohl kleine Produktionen gemacht, aber nur eine One-Woman-Show mit Musik sozusagen inszeniert, von der Grazia Patrizia, einer Drag Queen aus Wien. Habe ich zwei Programme begleiten dürfen, regietechnisch. Und genau, und da halt jetzt zu sagen, okay, das ist eine große Produktion, das ist ein Riesenensemble, eine Riesenproduktion zu inszenieren, ich kann das Stück aussuchen, ich kann meine Besetzung machen. Und es ist Neuland für mich. Ja? Und ich Ja. habe tatsächlich in diesem Jahr 2022 bis 2023, wo ich mich vorbereitet habe auf mein erstes Jahr, auf meine erste Inszenierung in Schwechat, so viele Dinge dazugelernt, wie wahrscheinlich davor in den letzten 45 Jahren. Also es klingt so komisch jetzt, aber weil es so viel, wir sind zu zweit, die wir das machen. Und also mein Geschäftsführer, der Florian Haslinger, und ich. Und wir haben halt einen 50 Jahre Betrieb übernommen, der halt in sich, in den ganzen Strukturen funktioniert Der hat. funktioniert, ja. Und haben dabei versucht, einerseits unsere Handschrift reinzubringen, meine Handschrift reinzubringen, und gleichzeitig aber auch natürlich das Ganze nach 2023 zu heben und sozusagen, wie kann man es modernisieren, ohne dass man die Grundstruktur der Nestroy-Spiele, die sie 50 Jahre erfolgreich hatte, nicht auseinanderzubrechen, weil das finde ich immer ganz schlimm, wenn man versucht, irgendwas, was so gut funktioniert, zu sprengen. Und Ja. wahrscheinlich in jedem einen Viertelten Fall. Hallo Flora! Ja. Ja, Gratulation auf jeden Fall dazu. Ich danke. Es gibt in diesem Podcast zwei Kategorien. Und zwar die eine Kategorie heißt mein Lieblingslied. Und wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen und sind drauf gekommen, es gibt ein Lied, das uns beiden sehr, sehr gut gefällt. Und ich habe dich gefragt, ob du das mit mir singen möchtest. Genau. Und Wir haben diese Challenge auf uns das war wirklich eine genommen. Challenge. Es ist echt puh, aber es liegt mir schon so lange auf der Zunge und ich wollte es unbedingt machen. Und Ja, du dann bist machen wir das einfach so. perfekter Partner dafür. Und deshalb kommt jetzt Chandelier von Sia. Party girls don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, I push it down. I'm the one for
every good time call phone's blowing up, ringing my doorbell. I feel the love, I feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Drink. Throw 'em back till I lose count. Gotta get out now, gotta run from this. Here comes the shame, here comes the shame. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1
Das mag ich auch, dass wir auch Wie bei auch dem Musik Podcast, vielseitig ist. ja, wir Yes. haben diverse Genres So ist es. und Stilbrüche heute durchgemacht. Und somit folgt jetzt Liebelos. Yes. Doch was kommt, ist nicht für immer, was es bringt, wenn wir sehen. Ich lass die Liebe los, ich lass die Liebe sein, ich lass die Liebe werden, ich lass die Liebe frei. Ich lieb die Liebe, wie sie ist, ich lieb die Liebe groß. Ich lass die Liebe, Liebe sein, ich lass die Liebe los. Danke dir dafür. Ich habe jetzt aber trotzdem noch zwei Abschlussfragen, die ich jedem Gast stellen werde. Jeden? Okay. Und zwar... Das heißt, deine PodcasthörerInnen müssen jeden Podcast hören, ob auch wirklich diese Fragen kommen. Das ist eine kleine Aufforderung, eine kleine, kleine Werbeeinschaltung am Rande. Dankeschön. Was ist deine heimliche musikalische Leidenschaft? Gibt es etwas, was du gerne hörst, aber nicht unbedingt willst, dass das jeder weiß? Also dadurch, dass ich ja so ein offenes Buch bin und eigentlich kaum Geheimnisse irgendwie habe und immer alles offen an jeden zutrage, gibt es ja jetzt nicht wirklich was, irgendwo, was jetzt verheimlichen würde oder mich schämen würde dafür. Oder so. Nein, schämen ist vielleicht so. Schämen, schämen gar überhaupt nicht. Nein, aber was mir jetzt nicht erzählen würde, nein, eigentlich nicht, weil ich, da relativ offen und transparent, wie das schöne Also du bist kein Wort ist. Helene Fischer-Fan. Oh ja, ich höre auch Helene Fischer.
Tatsächlich, ja, wirklich. Also ich höre auch, also bei mir ist das immer so phasenweise. Ja, ich habe Phasen irgendwie, schaut, da dreht sich die Lampe gleich ab, hört Helene Fischer und diese Lampe dreht sich ab. Ach, es ist ein Zeichen. Nein, ich habe tatsächlich so Phasen, es gibt so Phasen, da höre ich total viel Klassik oder Oper. Was für mich auch neu ist, ich wusste das nicht, dass du Oper studiert hast. Ja, 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 unbedingt. Also das war Goal Number One, ja, das muss ich machen. Ich habe sogar einen Liederabend gegeben mit der Erika Mecherer damals. Aber das, ja, wir haben schon so viel geredet, jedes kleine Detail aus meinem Leben. Nein, aber das war toll, das war super. Und also, aber es gibt so Phasen, da höre ich total viel Oper und bin da total so drauf. Ja. Und dann gibt es wieder, dann höre ich es gar nicht, dann höre ich wieder total viel Musicals. Und dann kommt Atemlos. Das gar nicht. Und dann kommt Atemlos durch die Nacht, genau. Ja. Es ist, also deswegen kann ich auch nicht sagen, dass ich habe irgendein Genre, das ich sehr gerne höre. Also was ich nicht höre, ist Heavy Metal, höre ich nicht. Weil dann habe ich keinen Zugang dazu. Ich bin auch kein R&B oder Hip-Hop-Fan. Also ich finde den Beat gut, aber das ist nicht sowas, was ich mir anhöre. Zu Hause. Das, ja, da habe ich keinen Zugang dazu. Und hast du ein Lieblingsgeräusch? Ein Lieblingsgeräusch? Ein Geräusch, dass du jedes Mal, wenn du das hörst, denkst du, oh ja. Nein, eigentlich habe ich immer nur Negativgeräusche, die ich nicht hören kann, aber positives Geräusch, gute Frage eigentlich. Ich bin ja so ein bisschen geräuschsensibel, also so ständig Geräusche von irgendwas, das macht mir ganz wahnsinnig. Das ist ein bisschen Schachnovelle-Syndrom. Nein, aber dann müsste man ja eigentlich auch ein Geräusch haben, das man gerne hat. Na, ich finde es zum Beispiel sehr angenehm, wenn meine Hunde neben mir laut atmen, nicht wenn sie schnarchen. Also eine schnarcht, die Junge schnarcht, das ist nicht so super. Also das macht dich glücklich? Ja, weil dann da haben wir immer so das Gefühl, also meistens liegen sie dann ja irgendwo an mir, ja, und schön. Atmen dann ganz tief. Also das finde ich ein angenehmes Geräusch. Aber sonst, ja, weißt du was, also jetzt, wo du so genau nachhakst, und diese Podcast ist ja auch ein bisschen so ein selbstreflektieren, merke ich gerade, oder so ein bisschen so eine Therapiestunde für mich auch. Ah, nein, Therapiestunde nicht, aber das ist so irgendwie das wieder hochzuholen und darüber zu reden. Aber tatsächlich habe ich als Kind, habe ich es geliebt, mich unter eine Decke zu kuscheln, während ich einen Staubsauger gehört habe. Da lacht unser Regiekind. Ja, ich habe dieses heimelige Geräusch von einem Staubsauger, also jetzt nicht so schieres Staubsaugergeräusch, sondern dieses Staubsauger auf Teppichboden. Toll. Und das habe ich mir wahnsinnig angenehm empfunden. Als Kind. Jetzt nicht, weil ich wahrscheinlich selber den Staubsauger bedienen muss. Aber als Kind war das immer sehr angenehm. Na schau. Schau. Haben wir doch ein Geräusch gefunden. Haben wir ein Geräusch gefunden. Schön. Ja. Du hast es geschafft. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich fand es total interessant. Ich habe dir wahnsinnig gern zugehört. Ich danke für deine Einladung und dass ich der erste Gast sein durfte in deinem Podcast. Und ich wünsche dir viel, viel Erfolg mit diesem Podcast und hoffe, dass viele HörerInnen einschalten und sich regelmäßig deine tolle Sendung, Show, Podcast, Sendung anhören. Ja, ich hoffe auch. Ich danke dir vielmals. Ich danke. Und? Euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Podcast. Regiekind Babsi winkt nochmal in die Kamera. Das war die falsche Seite, aber das macht nichts. Habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.